What's up, Bibi-Fans? We're gonna Gut, do another wenn du great später speedrun wiederkommst, kannst du in today. deinem Spiel weitermachen, indem du den gleichen Pokal anklickst. Hier gibt's aber wirklich noch viel zu tun. Na dann los! Den Karton sollen wir zum Falkensteiner Hof bringen. Aber so fällt uns doch alles raus. Wir müssen was finden, um ihn zuzukleben. Das ist eine Rolle mit Klebeband. Super! Damit können wir den Karton verschließen. Jetzt können wir ihn mitnehmen. Die Halfter sollen repariert werden. Die müssen wir mitnehmen. Der Hafer steht ja mitten im Weg. Klasse. Very nice. Ich glaube, wir haben alles erledigt. Carla Kolumna müsste auch schon im Falkensteiner Hof sein. Okay. Sie kommt extra aus Neustadt, um über das Turnier zu berichten. My notes are correct this time, not like in my first run. Ah, es gibt eine Cutscene, I forgot about it, fuck. Every time we go to the castle or leave the castle, we have to skip the cutscene. Das Plakat ist ja voller Dreck. Das muss jemand beschmiert haben. Das andere Plakat ist zum Glück noch sauber. Hey, Freddy! Was soll denn das? Was ist denn? Ihr habt doch gar nichts abbekommen. Aber die Plakate! Du verschmutzt sie ja alle! Oh, das habe ich gar nicht bemerkt. Die kann doch keiner mehr lesen! Du hast nur Unsinn im Kopf, Freddy. Du bist zu nichts zu gebrauchen. Bibi is so mean to him. Kannst du sie nicht wieder sauber hexen, Bibi? She's like, you are so useless. Like, what the fuck? Don't say this to people. That's mean. Komm, Bibi. Wir haben noch viel zu tun. Zu nichts zu gebrauchen. Das werde ich euch noch zeigen. Wenn du hier klickst... Da ist ja Frau Kolumna. Hallo, Frau Kolumna. Hallöchen, ihr beiden. Hier kannst du sehen, was du da... In dem Karton sind... Wir müssen was finden, womit wir den Karton wieder öffnen können. Mit dem können wir den Karton öffnen. Jetzt können wir den Infostand aufbauen. Das Gästebuch müssen wir so auslegen, dass sich jeder eintragen kann. Ja, da liegt es gut. Das Schild sollten wir wohl auf die Rezeption stellen. Na, sieht doch toll aus. Aber meine Herrschaften, so beruhigen Sie sich doch. Was ist denn passiert? Die Unterbringung hier ist ein Skandal. Aber das Hotel ist doch ganz toll. Die Hotelle ist gerade annehmbar, aber diese Zelte... Was ist denn damit? Mein Stute hat gar keine Platz und die Heu ist schon viele Wochen alt. Wie sollen wir so gewinnen, die Turnier? Also, ich finde die Unterbringung meiner Pferde ausgezeichnet, gnädige Frau. Aber mir ist ein echtes Unglück passiert. Mein Monokel ist verschwunden. Ich kann es nirgends finden. Und das ist eine Unglücke? Nicht, dass ich es brauchen würde, aber es ist ein altes Familienerbstück. Hoffentlich war da kein Dieb am Werk. Aber nein, Ihr Monokel findet sich bestimmt wieder, mein Herr. Und die Pferde werden erstklassig versorgt. Dafür garantieren wir... Da bin ich aber gespannt. Oh, entschuldigen Sie vielmals. Sensationell! Das Turnier wird noch besser als das letztes Jahr.
Hoffentlich. Aber sicher, bei den vielen internationalen Stars, was ich schon für Fotos gemacht habe, phänomenal. Wir haben aber noch viel Arbeit vor uns. Und ich habe noch viel zu berichten. Wir sehen uns später. Tschüsselchen. Null. Small mistake, but that's fine. Meister Wolfram scheint nicht hier zu sein. Die Halfter, die er reparieren soll, lassen wir besser hier. Die Halfter müssen... Ja, wir hängen sie am besten zu den anderen an die Wand. Die Reitstiefel sehen aus wie die von Alex. Sieh mal, da ist eine Nachricht. Hey, die ist ja für uns. Hallo Bibi und Tina. Alex hat vom Schloss aus angerufen. Ihr sollt bloß nicht seine Glücksstiefel vergessen. Bin mit Zaumzeug unterwegs zum Martinshof. Wir sehen uns auf dem Turm. Ladida. Dann lass uns Alex seine Stiefel bringen. Den sehen wir gleich auf dem Turnierplatz. Hier. Hier wartet aber noch viel Arbeit auf uns. Die lag aber locker auf dem Hindernis. Das muss Alex noch mal kontrollieren. Puh. Zum Glück ist das Laub schon zusammengefegt. Nur die Säcke müssen noch abgeholt werden. Da hat sich Alex aber einen tollen Parcours ausgedacht. Aber wo ist er denn? Vielleicht ist er im Turnierzelt. Oh, maybe that was actually not necessary to do. I'm not sure. Never mind. I think I tested this, and I'm pretty sure it is necessary to click on the water. Hier sind also die Pferde der Turnierteilnehmer untergebracht. Sieht doch toll aus. Das ist Madame Butterfly, die Stute von Signora Di Capricci. Die scheint sich doch richtig wohl zu fühlen. Ich glaube sogar, sie hat noch Hunger. Das Heu mag sie wohl. Sorry, an alarm went off. Da, meine Schöne. Lass es dir schmecken. Da seid ihr ja. Ich habe euch schon überall gesucht. Was ist denn los? Der Pokal ist verschwunden. Was? Ich habe überall nachgesehen. Den muss jemand gestohlen haben. Aber wer stiehlt denn einen Pokal? Genau. Wir sollten noch mal zusammensuchen. Willst du nicht erstmal deine Glücksstiefel haben? Stell sie doch bitte zu meinen Sachen. Das sind Alex. Hoffentlich bringen sie dir wirklich Glück. Okay, now I have to wait for some voice lines to play. Oh no, we don't! Why? What the fuck? That's whatever. Wow, that's time 7.5. Was habe ich euch gesagt? Der Pokal ist weg. Ja, wir haben das ganze Schloss auf den Kopf gestellt. Hier im Stall haben wir noch nicht gesucht. Hier habe ich auch schon nachgesehen. Vielleicht finden wir ja was. War das Heu nicht vorhin anders gestapelt? Vielleicht hat jemand den Pokal darin versteckt. Lasst uns mal nachsehen. Hey, da ist ja eine Kiste drunter. Merkwürdig. Die ist mir eben gar nicht aufgefallen. Mit der haben Adalbert und ich als Kinder gespielt. Adalbert und du? Da habt ihr euch noch gut verstanden. Ja, das war immer unsere Schatzkiste mit einem Piratenschatz drin. Vielleicht kriegen wir sie auf. Das ist ein Dietrich. Damit kann man Schlösser öffnen. Hier ist der Dietrich falsch. Hä? Are you fucking kidding me? Ja, damit geht die Tür. Schade.
Hier ist der Pokal auch nicht. Was ist denn das für eine... What the fuck? Die hat jemand beim letzten Turnier liegen lassen. Die sieht aber lustig aus. That was really annoying. Die nehme ich mit. I always forget this fucking cutscene. I should put it in the notes that I have to skip it. Oh nein! Das Gästebuch ist auch verschwunden? Wo kriegen wir denn so schnell ein neues her? Vielleicht können wir das Telefonbuch gebrauchen. Aber die Seiten sind doch voller Adressen und Telefonnummern. Moment, das haben wir gleich. Ene mene großes Tuch, leere Seiten hat das Buch. Hex, hex! Hier ist das Buch falsch. Super, jetzt können sich die Gäste eintragen. Wo ist bloß das alte Gäste? Ja, a few mistakes, but yeah, this time save is pretty substantial. Haben Sie gesehen, wer das Buch weggenommen hat? Nein. Oh, Verzeihung. Aber Herr Breitenstein, das war doch nur eine Pflanze. Ach so, ich... Sie können nicht so gut sehen, hä? Nein. Da brauchen Sie Ihr Monokel aber dringend. Oder etwas Ähnliches. Die Brille haben wir im Stall gefunden. Okay. Oh, toll. Damit sehe ich ausgezeichnet. Super. Hier scheinen die gestohlenen Sachen nicht zu sein. Wir müssen woanders suchen. Das Heu war vorhin noch nicht da. Das hat Vater wohl herbringen lassen. Vielleicht finden wir den Pokal hier. Wir sollten uns mal umsehen. In dem Stroh steckt der Pokal nicht. Die Halfter sind mit einem Strick verknotet worden. Wir müssen sie irgendwie lösen. Unmöglich! Die Knoten sitzen zu fest. Wir müssen etwas finden, womit wir den Strick durchschneiden können. Was ist das denn? Von den Sätteln hat jemand die Steigbügel abgeschnitten. Wer macht denn sowas? Skandal! Das ist eine Skandal! Aber Ihrem Pferd geht es doch gut, Signora Di Capricci. Meine Pferd? Meine Kette ist gestohlen worden. Meine schöne Perle. Wo ist das denn passiert? Im Hotel. Ich hab die Kette nur kurz auf Fensterbank getan. Als ich wollte wieder anlegen, sie war verschwunden. Ich sag's ja, hier gibt's einen Dieb. Aber warum stiehlt er denn einen Pokal und ein Monokel? Und warum beschädigt er das Zaumzeug? Beruhigen Sie sich, Signora. Wir werden Ihre Kette finden. Und den, der diesen ganzen Unsinn anstellt. Wir müssen den Täter suchen. Wie sieht's denn hier aus? Das darf doch nicht wahr sein. Da hat jemand Seifenschaum in den Wassergraben gekippt. Der arme Frosch. Die Stangen sind in der Mitte durchgesägt. Ah, I forgot to click on the bag with the leaves. Shit. Jemand hat das Laub wieder über den Platz verstreut. Was soll denn das? Da hat sich was bewegt. Da ist einer drin. Hey, komm raus! Freddy, was machst du denn hier? Was hast du denn hier angestellt?
Nichts. Ich wollte den Parcours heimlich aufbauen, weil ich die Plakate verschmutzt habe. Na, das ist dir ja gelungen. Als ich eine Stange auf das Hindernis gelegt habe, ist sie durchgebrochen. Und die anderen gleich mit. Die muss einer angesägt haben. Und dieser jemand hat auch den Seifenschaum in den Wassergraben geschüttet? Und die ganzen Sachen gestohlen? Wovon redet ihr? Du hast also nicht den Pokal geklaut und hier alles verwüstet. Ich wollte euch nur helfen, wirklich. Und das sollen wir dir glauben? Niemals. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Na gut, Freddy, ich glaube dir. Ich auch. Wenn du uns helfen willst, feg das Laub wieder zusammen. Und hol frisches Wasser für den Wassergraben. Na klar. Ich hole mir einen Rechen. Ich glaub dem kein Wort. Okay, small time loss, but that's acceptable, considering the overall time save. Bei uns zu Hause sind welche. Holger könnte sie herbringen. Super. Ich muss sofort bei euch anrufen. Irgendwer versucht, das Turnier zu verhindern. Ich muss dringend beim Martinshof anrufen. Hoffentlich kommen die Stangen noch rechtzeitig. Adalbert, was machst du denn hier? Ich wollte nur mal sehen, wie dumm sich mein Vetter anstellt. Wir haben alles im Griff. Das Turnier fängt ja auch bald an. Den werde ich heute Nachmittag besiegen. Darauf freue ich mich jetzt schon. Aber er hat recht. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen endlich herausfinden, wer hinter dem ganzen Ärger steckt. Hallo, Meister Wolfram. Sind Sie da? Hier ist niemand. Vielleicht finden wir hier was, womit wir die Halfter lösen können. Eine Schere. Damit können wir die Halfter im Turnierzelt lösen. Aber die ist ja ganz stumpf. So, jetzt müsste sie den Strick durchschneiden können. Dann nehmen wir sie mit. Seht mal, die Steigbügel passen genau zu den Sätteln im Turnierzelt. Die nehmen wir mit. Wir müssen Meister Wolfram einen Zettel schreiben, dass wir die Sachen mitgenommen haben. Papier hätten wir. So specific to click on the, nimm doch den Stift on the pencil. Such a specific spot. It's kind of annoying. Haben uns Schere und Steigbügel ausgeliehen. Wir sehen uns später auf dem Turnier. Tina, Alex und Bibi. Jetzt können wir die Sachen mitnehmen. Na dann los! Was ist denn mit Frau Kolumna los? Sie sieht ganz verzweifelt aus. Oh, gut, dass ihr kommt. Mir ist was Schreckliches passiert. Was ist denn los? This is such an unusual Carla Kolumna appearance. She hasn't said Kinderchen once or Schüsselchen. Nein. So weird. Hotelzimmer. Ich war nur kurz auf der Toilette. Schon war sie verschwunden. Das ist ja schrecklich. Die teure Kamera. Und was waren da für sensationelle Bilder drin? This is such exhilarating gameplay. Hey, wo ist denn mein Schlüssel hin? Den hat sich die Elster geschnappt. Sie ist in dem Baum verschwunden. Ob sie darin ihr Nest hat? Lasst uns mal nachsehen. Da ist ja mein Schlüssel.
Da sind auch Herrn Breitensteins Monokel und die Perlenkette der Signora. Wie kommen die denn hierher? Die muss die Elster gestohlen haben. Was ist denn das für eine Uhr? Nimm die Sachen doch raus, Bibi. Die Kette und das Monokel bringe ich ins Hotel. Vielleicht ist ein Bild des Besitzers in der Uhr. Sie geht nicht auf. Dann lass sie uns mitnehmen. Die Elster hat also die Sachen gestohlen. Zum Teil. Aber wo sind der Pokal und Frau Kolumnas Kamera? Wie sieht's denn hier aus? Oh, Alphabet Split. Never mind, still. Gold Split. Was glauben wir dir, Freddy? Entschuldige, dass ich dich eben verdächtigt habe. Ach, no, wait. Schon gut. The split is after this, actually. Schmierfett. Da werden die Pferde ausrutschen, wenn sie drüber gehen. Aber nicht mit mir. Ene mene warmes Bett, verschwunden ist jetzt dieses Fett. Hex, hex. Das ist Meister Wolframs... Klasse! Jetzt können wir die Halfter wieder gebrauchen. Die Steigbügel haben wir... Super! Die passen! Seht mal, eine Zange. Damit können wir vielleicht die Uhr öffnen. Die Uhr lag im... Super! Okay. So krieg ich die Uhr auf. Wait, I have to still... Da steckt ein Zettel drin. Clock? Nimm ihn doch raus. Oder Watch. Da sind ja Zahlen drauf. Now I have to split. Oh, my camera froze. Never mind. Die Folge kommt mir aber sehr bekannt vor. Weißt du, was das sein könnte? Ich habe eine Vermutung. Lass uns den Zettel mitnehmen. Danke für deine Hilfe, Freddy. Habe ich doch gern gemacht. Wir sehen uns nachher auf dem Turnier. Wie sieht's eigentlich auf dem Turnierplatz aus? Lasst uns mal nachsehen. Hier ist ja schon alles aufgebaut. Da waren eure Leute aber schnell. Das ist wirklich ein toller Parcours, Alex. Jetzt hat das Fröschlein wieder Spaß. Das Laub ist zusammengerecht. Da war Freddy aber fleißig. Und ich habe ihn noch verdächtigt. So eine Skandale! Incredibile! Ich fallen in Ohnmacht. Seien Sie stark, Signora. Meine Herrschaften, wir haben Ihre Sachen gefunden. Das ist doch jetzt egal. Seht euch mal das Zelt. I tried fixing my camera, it didn't work. I'm so sorry. Ich fallen in Ohnmacht. Ah, now it works. Das haben wir doch längst in Ordnung. Where are my notes? Here, okay. So, und wer hat das verbrochen? Das werden wir jetzt herausfinden. Almost 2 minutes of time saved, that's nice. I hope I can save more than 2 minutes. That would be cool. Ah, skip the cutscene. Ich glaube, mit dieser Zahlenreihenfolge lässt sich das Vorhängeschloss öffnen. Da bin ich aber gespannt. Der Zettel mit den Zahlen war in der Tat. Wow, das Schloss geht tatsächlich auf. Da ist ja der Pokal. Und das Gästebuch und Carlas Fotoapparat. Warum hat der Dieb Carlas Apparat gestohlen? Vielleicht hat Carla ein Foto von ihm gemacht. Kannst du die Bilder nicht entwickeln, Bibi? Ene mene rauer Wind, entwickelt ist der Film geschwind. Let's see if Bibi despawns again, because that has happened before. Ach, sieh mal an. Ich hab mir schon gedacht, dass mein sauberer Vetter dahinter steckt. Das ist aber kein Beweis. Man sieht gar nicht, was er da macht.
No, Baby is still there. Ich habe eine Idee. Gehen wir ihn suchen. Also, ihr wisst, was ihr zu tun habt? Ja. Ja. Na dann los. Hallo Adalbert. Gefällt dir der Parcours? Er ist ganz annehmbar. Das war vorhin noch alles verwüstet. Aber die Polizei wird den Täter bald verhaften. Wirklich? An den Hindernisstangen hing ein Stofffetzen. Die Polizei wird bald wissen, von wem der stammt. Am Wassergraben hat man einen Fußabdruck von ihm gefunden. Da seid ihr ja. Man hat den Pokal gefunden. Na endlich! Da waren ganz deutliche Fingerabdrücke drauf. Wo hat man den Pokal denn gefunden? In der Sattlerwerkstatt. Aber das stimmt ja alles gar nicht. Der Pokal war doch... In der Kiste im Stall. Aber das kann nur der Dieb wissen. Gib's zu, Adalbert. Du hast uns die ganzen Schwierigkeiten gemacht. Ja, ich hab das alles angestellt. Aber warum nur? Ich hab okay, last input coming up. Dass du plötzlich der Leiter des Turniers warst. Und erst die Reise. Die Reise in die USA? Ja, ich war noch nie in Amerika. Das war immer mein Traum. Aber mein Vater würde das nie erlauben. Okay, that was the last input. Enjoy the rest of the game. Das darf doch nicht wahr sein. Als Leiter schließe ich dich vom Herbstturnier aus. Nein, Alex. Lass ihn mitreiten. Ich will ihn unbedingt besiegen. Oh, you can actually skip the screen transition? Interesting. Und die Beste hat gewonnen. Ja, very nice, very good PV. Coming up. Was ist denn, Tina? Du freust dich ja gar nicht. Ich werde Alex so lange nicht sehen. Ich bin doch in drei Wochen. Tina won the tournament, by the way. We just didn't see it. Aber wenn ich zurück bin, kann ich reiten wie ein echter Cowboy. Shut up, Alexandra, please. Das werden wir ja sehen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Sub 28 minutes! Holy crap, that's amazing. Ja, GG, very nice time save. Some of best is still lower, but that's for another time. Thanks for watching. Tschüss, bis zum nächsten Mal.